Ishida Kitado ist der Begründer der modernen japanischen Philosophie und hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen philosophischen Entwurf entwickelt, der sich nicht nur auf europäische Quellen bezieht, sondern eben auch auf asiatische Quellen bezieht, vor allen Dingen Quellen auch des Buddhismus. Aber die besondere Konstellation bei Nishida ist die, dass er nicht einfach ein zen-buddhistischer Philosoph ist, sondern dass er die zen-buddhistische Erfahrung durchaus gemacht hat, aber dann sogar in sein Tagebuch geschrieben hat, wenn das jetzt alles war, da bin ich nicht zufrieden. Und eigentlich mit dieser Erfahrung und ausgehend von dieser Erfahrung ist er noch einmal neu in die Philosophie gegangen, in die philosophische Auseinandersetzung, vor allen Dingen auch mit Denkern wie William James, Husserl des Neukantianismus, aber auch Hegel, und hat versucht, einen neuen philosophischen Entwurf von Japan her zu formen, also ausgehend von verschiedenen Traditionen zu formen. Und das ist etwas sehr Besonderes auch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts insgesamt. Damit kann man sagen, entsteht eine neue Epoche auch in der Philosophiegeschichte insgesamt. Darum hat Nishida nicht nur eine Bedeutung für Japan, sondern eigentlich für die Philosophiegeschichte insgesamt, weil zum ersten Mal ein Denker außerhalb Europas und außerhalb der nordamerikanischen Welt, auch die nordamerikanische Philosophie war gerade erst im Entstehen, ausgehend von Europa, einen philosophischen Entwurf im engeren Sinne, auch ausgehend von der europäischen Tradition und mit dem europäischen Philosophiebegriff entwickelt hat. Und dieses ist eine Konstellation, die noch nicht wirklich in der gesamten sozusagen Philosophiegeschichte wahrgenommen worden ist. Nishida wird immer mehr international rezipiert, seine Werke werden übersetzt, er hat eine 20-bändige Werkausgabe hinterlassen. Seine Werke werden in spanische, englische, französische, italienische, deutsche, chinesische, koreanische übersetzt. Und das ist etwas, was jetzt mehr und mehr auch zur Kenntnis genommen wird. Und das war der Ausgangspunkt nun in Hildesheim, eine internationale Nishida-Tagung. Es war überhaupt die erste große Nishida-Tagung außerhalb Japans, die bisher stattgefunden hat, zu organisieren, um ein Gespräch und auch die Anschlussmöglichkeiten der Philosophie Nishidas an den zeitgenössischen philosophischen Diskurs zu erkunden. Eben das Shobo Genzo uns sozusagen hinterlassen oder hat es verfasst. Und diese Schriften wurden lange Jahrhunderte in Japan kaum gelesen, gerade auch, weil es ein religiöser Kreis war, zen-buddhistischer Kreis. Und diese Texte hatten einen so komplizierten, komplexen Aufbau, dass sie lange nicht verstanden wurden. Und man dann im 20. Jahrhundert begann, und das war wiederum ein wichtiger Einschnitt, diese Werke aus der Philosophie, die in Japan gerade neu entstanden war, philosophisch zu lesen. Watsuji und Tanabe waren die ersten, die philosophische Texte geschrieben haben über das Shobo Genzo. Und damit wurde Dogen auch vollständig neu rezipiert, nämlich als Philosoph gelesen und nicht als Zen-Buddhist gelesen. Wie gesagt, der Zen-Buddhismus selber konnte aus diesen Schriften eigentlich gar nicht so viel herausziehen, also die Zen-buddhistischen Praktizierenden, weil sie zu komplex waren, letztendlich würde ich sagen. Aber die Philosophen haben jetzt seit fast schon 100 Jahren diesen Text für sich entdeckt. Und diese Texte geben uns in verschiedenster Hinsicht neue Einsichten über sprachliche Möglichkeiten, wie man etwas ausdrücken kann, beziehungsweise wie man sprachlich mit etwas umgehen kann, was gewöhnlich als nicht aussagbar gilt. Und vor allen Dingen die Struktur der chinesischen Sprache, Dogen konnte Chinesisch, und die Struktur der japanischen Sprache halten Möglichkeiten bereit, sozusagen sprachlich etwas zu modellieren, was uns in sozusagen indoeuropäischen Sprachen nicht so leicht gelingt. Vor allem die chinesischen Zeichen, die Qualität chinesischer Zeichen, die darin auch besteht, dass sie positiv Mehrdeutigkeiten einsetzen können für einen philosophischen Gedanken. In der europäischen Sprache werden häufig Vieldeutigkeiten zu vermeiden oder zu unterdrücken, aber in der philosophischen Sprache Dogens werden Vieldeutigkeiten, Mehrdeutigkeiten produktiv
für die Sinnproduktion eingesetzt. Und das ist etwas, was jedenfalls ich in der Lektüre Dogens gelernt habe und auch für meinen Sprachgebrauch auch versuche neu zu entwickeln und umzusetzen. Das heißt, Dogen gibt uns philosophisch etwas zu denken, was dann aber auch noch möglicherweise hinausführt über bestimmtes philosophisches Denken oder beziehungsweise noch vertiefter in das philosophische Denken selbst hineinführt. Sie sprachen ja auch bei Nishi davon, dieser persönlichen Erfahrung, die ja auch in Dogen zum Vorschein kommt. Wie konfrontiert sich die Philosophie mit dieser persönlichen Erfahrung? Kommt sie noch zum Vorschein? Ich glaube, in der europäischen Philosophie, beginnend spätestens mit Platon, war Philosophieren immer Erfahrung und erfahrungsgebunden. Platon hat in seinen Dialogen, in der Person auch mit Sokrates, gezeigt, wie ein philosophisches Gespräch immer so weit geht, wie das Gespräch nun reicht. Das heißt, die Gesprächspartner des Sokrates werden so weit gebracht, dass man sagt, aha, jetzt haben wir diese Einsicht, aber es ist noch nicht alles geklärt. Wir müssen uns morgen wieder treffen und so weiter. Und wir müssen uns immer wieder treffen und dieses fortsetzen, das philosophische Gespräch, um weitere Einsichten zu gewinnen. Das ist sozusagen der platonische Weg. In der Antike gibt es viele philosophische Übungen, die genau so vorgehen. Das skeptische Philosophieren ist ein Philosophieren, wo es um die Seelenruhe geht. Und zwar in der Weise, dass man immer wieder einsieht, dass letzte dogmatische Wahrheiten nicht zu haben sind. Diese Einsicht in dieses Nicht-Haben-Können von letzten dogmatisch aussagbaren Wahrheiten erzeugt im Skeptizismus Seelenruhe. Das heißt, Beruhigung meiner sozusagen Wahrheitssuche, die aber zugleich eine Antwort auf diese Wahrheitssuche ist, nämlich ein konkretes Leben in Ruhe, in einer bestimmten Lebenshaltung. Und da haben wir sehr viele Beispiele, auch in europäischer Philosophie, und man kann die Gedanken Dogens, aber auch die Nishidas, eben genau mit diesen Strömungen auch in Europa verbinden und für ein Philosophieren der Gegenwart fruchtbar machen. In dem Kolloquium Gründe ohne Grund, das Sie geleitet haben, gingen Sie von der Tatsache aus, dass ein letzter Grund nicht angenommen werden kann. Die Frage, die Sie gestellt haben, war, ob daher die Frage nach dem Grund einfach aufgegeben werden sollte. Können wir nicht nach Gründen fragen? Das ist jetzt die Frage. Das Thema des Kolloquiums heißt Gründe ohne Grund. Und in der deutschen Sprache hat Gründe die Bedeutung von Motivationen, Motiven, um etwas zu tun. Das heißt, das ist eine schon spezifische Bedeutung, gerade im Plural. Das andere Wort im Singular, Grund, bedeutet von einer älteren Tradition her gesehen eben Wesen, Wahrheit, letzter Grund, Ursprung, Anfang und so weiter. Das heißt, Gründe ohne Grund bedeutet nicht, dass wir keine Gründe mehr haben, sondern dass wir uns in der heutigen Situation irgendwie doch darauf einrichten müssten, wahrscheinlich, jedenfalls ausgehend von der Philosophiegeschichte, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, dass unsere Gründe keinen allerletzten Grund angeben können. Wir können für unsere Gründe keinen allerletzten Grund. Wir sagen, hier ist der allerletzte Grund, das ist mein absoluter Standpunkt. Wir können, und das ist eben auch in Europa eine lange Geschichte der Einsicht, eben wir selber sind nicht göttlich. Wir können nicht göttlich auf die Welt schauen. Wir haben nicht den absoluten Blick auf die Welt. Und nun fragt es sich, wie wir mit diesen Gründen umgehen, wenn wir diesen letzten Grund all dieser Gründe nicht angeben können. Und im Kolloquium haben wir ja drei Vorträge gehört, einmal zum Thema Gott, der bei Cusanus eben so auftaucht, dass er sucht und sucht und sucht, aber dieses Suchen selbst eigentlich, dass er zum Vorschein kommen ist, der Unsagbarkeit Gottes und damit auch eine Erscheinung Gottes. In der Thematik Seelengrund spielen plötzlich kleine Wahrnehmungen eine Rolle. Das heißt sozusagen unsere Eingelassenheit in der Welt, unsere sinnlich gefühlshafte Eingelassenheit in die Welt kommt ins Bild, in den Blick der Philosophen und man merkt, diese haben wir nicht verfügbar. Wir sind viel mehr, als wir bewusst wahrnehmen. Die Psychologie entsteht aus dieser Quelle schon im 18. Jahrhundert
Und dann im 19. Jahrhundert noch eine Erweiterung, nämlich die Thematik des Leibes, dass der Leib noch einmal weit über hinausgehend nur über sinnliche Wahrnehmung und Gefühle unsere Verankerung in der Welt ist. Dieser Leib uns aber sozusagen so nahe ist, dass er uns selbst eigentlich nicht vollständig zugänglich ist. Wir sind dieser Leib und dieser Leib macht ja auch häufig Dinge, die wir auch möglicherweise gar nicht wollen. Er setzt eine Endlichkeit in uns und genau damit haben wir umzugehen, mit dieser Art auch von Nichtverfügbarkeit des letzten Grundes, auch in Form des Leibes oder der Seele oder Gottes. Und mit dieser Situation haben wir umzugehen und da gibt es eben unterschiedliche Strategien, wie wir damit umgehen können. Und mein Ansatz wäre jetzt auch von Nishida und Dogen, dass wir zum einen sehen, in Europa sieht man dieses ein, eine gewisse Grundlosigkeit unserer verschiedenen Begründungsstrategien. Und in der ostasiatischen Tradition oder in der asiatischen Tradition hat man schon, würde ich sagen, vor 2000 Jahren sehr intensiv über diese Grundlosigkeit nachgedacht und dann Phänomene bearbeitet bzw. versucht zu denken, wie die Leerheit oder das Nichts oder das Nicht-Tun, dass wir, wenn wir etwas erreichen wollen, unter Umständen lieber manchmal besser nichts tun, etwas lassen, etwas entstehen lassen und nicht einzugreifen. Ein nicht eingreifendes Denken, ein nicht vorpreschendes Denken oder auch agieren. All diese Motive sind in asiatischen verschiedenen Traditionen unterschiedlich auch entwickelt worden und das wäre möglicherweise das wären Impulse dafür, mit unserer gegenwärtigen Situation eben auch umgehen zu können, ohne zu sagen, wir müssen einfach wie Asien werden, ex oriente lux, die Asiaten haben die Weisheit und wir müssen uns die nur aneignen. Das sehe ich nicht so, sondern die europäische Tradition bietet sehr, sehr viele reiche Möglichkeiten. Aber sie hat uns auch, und auch im Zusammenhang mit der Technik, das scheint mir eine ganz zentrale, wichtige Konstellation der Gegenwart zu sein, hat uns in eine Situation gebracht, wo wir tatsächlich nicht mehr und auch ganz praktisch nicht mehr sagen können, sollen wir dieses tun oder sollen wir jenes tun? Sollen wir das Gehirntodkriterium anerkennen? Was ist der Tod eigentlich? Sollen wir einen Menschen, dessen Herz noch schlägt, aber nur das Gehirn tot ist, sollen wir den für tot erklären oder nicht? All dieses sind Dinge, wo wir einsehen müssen, dass wir auch verzweifelt nach Gründen suchen für das eine oder andere. Und diese sozusagen schwierige Situation, glaube ich, können wir besser bewältigen, wenn wir auch asiatische Angebote des Denkens und des Handelns mit einbeziehen. Also Sie haben so verstanden, dass es einen letzten Grund eventuell geben könnte, den wir nie kennenlernen werden, vielleicht von einem anderen Wesen, Gott, oder der den Grund kennt. Und, aber ausgehend jetzt von zum Beispiel auch Martin Heideggers Grundfrage ist ja auch prinzipiell der Grund, ist es unmöglich, einen Grund zu finden, durch die Tatsache, dass wir existieren und nicht existieren. Ja? Grundfrage, warum es überhaupt sein ist und nicht vielmehr nichts. Da ist prinzipiell schon ein Grund ausgeschlossen. Dem würde ich zustimmen. Also ich habe versucht, nur zu skizzieren, dass in der europäischen Philosophie natürlich, ausgehend auch von der mittelalterlichen, aber auch der antiken Philosophie, doch immer auch eine Sehnsucht nach dem letzten Grund zu beobachten war und dieser Grund, letzte Grund, sich sehr stark verwandelt hat in unterschiedliche Motive und wir heute, würde ich sagen, eben eher in dieser Grundlosigkeit, diese Grundlosigkeit, einen Umgang mit dieser Grundlosigkeit entwickeln müssen und da hilft uns möglicherweise eben der Buddhismus, weil er von vornherein gar nicht diese Grundlosigkeit als etwas Schlimmes sieht, sondern gerade als die Möglichkeit, im Leben mit dem Leben umzugehen. Und das hat auch mit der Todesproblematik zu tun, zum Beispiel jetzt bei Heidegger, dass eben da der Tod, die Endlichkeit selbst des Menschseins zu einer Möglichkeit des Menschseins. Es ist die eigentliche Möglichkeit des Menschseins, nämlich auch sein Sterben können. Und auch da ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls zu sehen, eben mit unserer endlichen Situation umgehen zu können. Und Dogen ist genau der Denker, würde ich sagen, der die Endlichkeit noch einmal als Endlichkeit radikalisiert und zeigt, dass
je zeitlicher wir werden, das heißt, je endlicher wir werden, eigentlich diese Grundlosigkeit kein Problem mehr ist. Sondern wenn wir genau in diese Grundlosigkeit eingehen als endliche Wesen, dann ist das zugleich, wie er dann sagt, auch das Erwachen, auch das buddhistische Erwachen. Das heißt, dieses Eingehen in die Endlichkeit, und das heißt für Dogen dann die buddhistische Übung, die Übung, und zwar die alltägliche Praxis. Je stärker wir mit der alltäglichen Praxis uns verbinden, verschiedensten Formen, das kann Philosophieren als alltägliche Praxis genauso sein, wie Türen aufschließen oder verschließen oder zu kochen oder andere Dinge, wenn wir uns genau und vollständig mit diesen praktischen alltäglichen Dingen verbinden, ist das der Ort, wo Erwachen und auch die Welt als Grundlose sich zeigt, aufgeht, aber zugleich auch sich selbst befreit. Wir danken uns für dieses sehr interessante Gespräch. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.